Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose. Heute geht es um den 7. Spieltag, der letzte Spieltag vor der nächsten Länderspielpause. Wir haben sehr interessante Spiele. Schalke gegen Leverkusen, Hamburger SV gegen Bremen, das Nordderby und selbstverständlich Carlo Ancelottis ehemaliger Verein, der FC Bayern München, gegen Hertha BSC. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir wie immer eure Tipps in die Kommentare und checkt die Links in der Beschreibung aus. 2OneFootball, meine Partner, für diese Serie. Ihr könnt euch die App kostenlos auf euer Smartphone runterladen aus dem App oder Play Store und dann bekommt ihr die neuesten Live-Scores, Transfergerüchte, Kaderinformationen und weitere ja, fußballbezogene Sache direkt kostenlos auf euer Handy, wenn ihr wollt, sogar per Push-Message. So ist richtig. So, dazu halt, ihr wollt 6% Rabatt auf eure Coins, über Points, PSN, Microsoft, Google, Microsoft, Gaming TV und natürlich meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Wir starten durch mit dem ersten Spiel. Und das ist das Freitagabendspiel. Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Sehr schönes Freitagabendspiel. Ich werde persönlich zu der Zeit vielleicht noch auf der Autobahn stehen. Ich hoffe nicht. Allerdings fliege ich morgen nach Deutschland zurück. Dementsprechend werde ich mir dieses Spiel nicht angucken, sondern habe Besseres zu tun. Nichtsdestotrotz, Schalke zuletzt mit ein bisschen ernüchternden Ergebnissen, muss man sagen. Allerdings jetzt gerade der letzte Spieltag. Ja, gegen Hoffenheim kannst du verlieren, aber du solltest vielleicht nicht zwingend gegen Hoffenheim verlieren, wenn du international Fußball spielen willst. Nichtsdestotrotz spielen sie jetzt wieder zu Hause und haben Leverkusen zu Gast. Leverkusen hat sich jetzt die letzten Wochen auch nicht mit Ruhm bekleckert, allerdings jetzt die letzten zwei Wochen sehr, sehr stark dargespielt und zwar unter anderem gegen Freiburg 4:0 und gegen den HSV letzte Woche zu Hause mit 3:0. Das Ding ist aber, das war zu Hause und nicht auswärts. Schalke spielt jetzt zu Hause und ich glaube einfach momentan sind die zu Hause zu stark. Natürlich gegen Bayern haben sie auch verloren, aber normalerweise ist Schalke in Gelsenkirchen in der Felddienstarena auf Schalke eine Macht und dementsprechend denke ich, dass sie dieses Spiel nicht verlieren werden. Allerdings glaube ich auch, dass Leverkusen zu gut in Form ist, gerade mit Alario haben sie einen Spieler bekommen, der definitiv gut drauf ist momentan und jetzt endlich richtig heiß darauf ist, zu spielen und zu treffen. Deswegen glaube ich, dieses Spiel wird 2:2 ausgehen, unentschieden für Schalke und Leverkusen. Zweites Spiel am Samstag, Wolfsburg gegen Mainz. Ja, die Wolfsburger zuletzt, ja, nicht so die optimalsten Ergebnisse, allerdings dann das 2:2 gegen Bayern. Und das war schon mal nicht schlecht. Ja, also Martin Schmidt als neuer Trainer, definitiv bisher schon mal mit einem Erfolgserlebnis. Die Frage ist, wie kann er das als nächstes Tor so umsetzen gegen den FSV Mainz 05? Ich denke ja persönlich, dass Wolfsburg das Ding gewinnen wird. Mainz zuletzt auch nicht mit den optimalsten Ergebnissen, dann aber der 1:0 Heimsieg gegen Hertha. Also eigentlich alle Teams momentan, die nicht so geil gespielt haben, plötzlich so ein bisschen auch in der Spur. Allerdings denke ich trotzdem, dass sie das verlieren werden. Einfach weil auswärts ist nochmal eine andere Geschichte als zu Hause für die Mainzer. Und ich denke halt auch vor allem, dass Wolfsburg zu Hause zu stark sein wird, gerade mit diesem Rückenwind aus den beiden nicht verlorenen Spielen. Jetzt ist der Wille auch einfach da mal wieder zu gewinnen und dementsprechend der 1:0 Heimerfolg für die Wolfsburg. Augsburg gegen Dortmund. Ja, Augsburg haben mich in den letzten Wochen ja immer wieder überrascht. Die wollen einfach nicht verlieren. Auch gegen Stuttgart auswärts haben sie es geschafft, 0:0 zu spielen und dementsprechend, ja, sind sie momentan relativ weit oben in der Tabelle anzusiedeln mit 11 Punkten auf Tabellenplatz Nummer 5. Das ist definitiv nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass hinter ihnen Vereine stehen wie Leipzig, Schalke, Gladbach, Hertha und Leverkusen. Das ist auf jeden Fall meine Hausnummer. Nichtsdestotrotz, Dortmund momentan einfach zu stark. 16 Punkte aus 6 Spielen, nur ein Unentschieden. Das allerdings zugegebenermaßen gegen den recht kleinen Verein zu Hause, gegen Freiburg. Ich sehe aber Freiburg zu Hause nochmal ein Stückchen stärker als Augsburg. Natürlich haben die momentan den Push bis zum geht nicht mehr. Aber gegen Stuttgart haben sie das erste Mal gezeigt. Die haben halt wirklich viel daraus gehabt, dass sie der Underdog waren. Gegen Stuttgart als Aufsteiger waren sie nicht zwingend der Underdog. Sofort spielen sie unentschieden. Ich denke, die werden gegen Dortmund definitiv aufs Maul bekommen. Und zwar mit 3:0. Dortmund momentan zu stark. Auch wenn sie in der Champions League den Rückschlag gegen Real bekommen haben, das dürfte die nur noch weiter motiviert haben. Frankfurt gegen Stuttgart. Ja, ja, auch eine sehr, sehr interessante Partie. Letzten Spieltag hat Frankfurt gegen Leipzig verloren auswärts. Stuttgart nur 0:0 gegen Augsburg. Beide sind nicht optimal gestartet. Frankfurt mit 7 Punkten, Stuttgart mit 7 Punkten. Sie sind direkt hintereinander in der Tabelle. Sie wollen natürlich beide gewinnen. Das Ding ist, Frankfurt spielt zu Hause. Das ist normalerweise ein Vorteil. Allerdings sehe ich Frankfurt nicht so heimstark wie die letzten Jahre. Dementsprechend denke ich, dass dieses Spiel sehr, sehr spannend wird und ausgeglichen und am Ende steht ein Unentschieden da. 1:1 zwischen Frankfurt und Stuttgart. Damit bleiben die punktgleich in der Tabelle und siedeln sich weiter im Mittelfeld an, werden aber beispielsweise hinter Wolfsburg zurückfallen, was aber nicht so das Problem ist in meinen Augen. Ich bin gespannt. Ich tippe unentschieden. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Topspiel Samstagabend. Nordderby. Hamburger SV zu Hause gegen Werder Bremen. Hamburg ja nach dem sehr guten Saisonstart mit den beiden Siegen gegen Augsburg und Köln extrem abgefallen und seitdem jedes einzelne Spiel verloren, unter anderem zuletzt gegen Leverkusen auswärts. Mit 0:3. Auswärts in Leverkusen kannst du verlieren. 0:3 kannst du da auch mal verlieren. Hamburg hatte zumindest was vom Spiel, hatte einige Gelegenheiten, war wirklich nicht so schlecht dabei. Aber naja, nichtsdestotrotz, Bremen hat halt auch Druck.
Ja, also Bremen ist momentan mit 3 Punkten echt nicht optimal gestartet. Hamburg hat 6 Punkte und die Bremer wollen natürlich langsam wieder an ihren Rivalen ranziehen. Mit einem Sieg würden sie definitiv vorbeiziehen, weil sie bessere Torverhältnis haben. Mit einem Unentschieden müssten sie sich wohl begnügen, hätten aber die Chance, an Freiburg zumindest vorbeizuziehen. Und ich glaube, sie werden tatsächlich unentschieden spielen am Sonntagabend. Ich könnte mir auch einen Auswärtssieg der Bremer vorstellen. An sich, gerade weil es Derby ist, auch ein Heimsieg der Hamburger. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Aber ich glaube einfach, weil ich beide auf einer Augenhöhe sehe, ein 2:2 am Ende zwischen Hamburg und Bremen. Das heißt zwar, dass beide zwei Buden machen müssen, was definitiv nicht einfach wird, aber es ist Derby, vielleicht klappt's. Der SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag um 13:30 Uhr, wieder so eine total beschissene Anschlusszeit, aber okay. Freiburg zu Hause, sehr, sehr stark, habe ich gerade bereits gesagt, gegen Hannover unentschieden gespielt, gegen Dortmund 0:0 gehauen, rausgehauen, das ist schon gar nicht mal so kacke. Zuletzt ist es unentschieden 0:0 gegen Bremen. Offensiv ist das nicht viel. Muss man einfach so sagen, offensiv machen sie nicht viel. Aber zu Hause werden sie eine Bude machen in meinen Augen. Und zwar per Joker, per Nils Petersen. Ich glaube, Hoffenheim gewinnt. 2:1. Hoffenheim momentan zu stark in der Euroleague. Sie spielen gerade noch gegen Partizan. Ich habe keine Ahnung, wie es steht. Auf jeden Fall haben sie zur Halbzeit mit 1:0 geführt. Wieso gegen Partizan? Gegen die ja Köln verloren am Wochenende. Sie spielen auswärts in Ludogorets, also in Raskrad. Und ich weiß nicht, ich gucke gerade nach, wie sie spielen. Auf jeden Fall haben sie zur Halbzeit geführt. Sind auch einfach gut drauf momentan, muss man sagen. Zuletzt der Heimsieg gegen Schalke. Okay, sie liegen mittlerweile 2:1 zurück gegen Raskrad. Das ist natürlich bitter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie das Ding gewinnen mit 2:1 und dementsprechend in der Tabelle weiterhin oben mit dabei bleiben und sogar die Chance haben, wenn Dortmund nicht gewinnen sollte, an denen vorbei. Ne, haben sie nicht. Nur wenn Dortmund verliert, das glaube ich nicht. Also auf jeden Fall Zweiter zu bleiben. Mit einem Sieg werden sie weiter Zweiter und ich denke, das werden sie sich holen. Bayern gegen Hertha BSC. Hertha zuletzt mit einer Auswärtsniederlage gegen Mainz. Das hätte man eventuell nicht erwartet, weil sie eigentlich so ein bisschen in die Spur gekommen sind. Matthew Lecky hat ausnahmsweise mal kein Tor gemacht. Ich glaube, gegen Bayern wird er eins machen. Bayern jetzt ohne Carlo Ancelotti mit Interimslösung Willy Sagnol. Ich bin extrem gespannt, wer da neuer Trainer wird. Ich packe mal 4 Abstimmungsmöglichkeiten hier in das Video, wenn ich es nicht vergesse. Ihr kennt mich. Sonst schreibt mir einfach gerne mal in die Kommentare, wer der neue Trainer wird und warum. Ich bin sehr interessiert daran. Ich persönlich glaube ja, dass es nicht Tuchel wird. Ich glaube persönlich daran, dass es Michael Fronzek wird. Kappa. 1:2 auf jeden Fall für die Bayern. Die werden das erste Spiel unter Willi Sagnol als Interimstrainer gewinnen. Hertha zu Hause natürlich normalerweise bockstark. Letztes Jahr mit ganz viel Pech 1:2 verloren. Aber ich glaube, Bayern ist momentan einfach zu sehr in der Krise, als dass sie dieses Spiel nicht gewinnen würden. Gerade das 0:3 in der Champions League wird die, denke ich mal, richtig motivieren. Es gab ja Differenzen zwischen Trainer und Spielern. Die sind jetzt behoben, weil der Trainer nicht mehr da ist. Und dementsprechend gibt es einen Sieg. Für Hertha natürlich schade sozusagen, dass das nicht nutzen können. Also ich glaube, mit Ancelotti hätte Hertha einen Punkt geholt. Ohne Ancelotti sehe ich die Situation zu seriös, zu ernst und dementsprechend 1:2 für die Bayern. Letztes Spiel am Sonntagabend, letztes Spiel der Bundesliga für dieses Wochenende. Köln zu Hause gegen Leipzig, haben natürlich gegen Roter Stern gespielt und nicht gegen Partizan. Die spielen aber auch in der Euroleague. Leipzig momentan extrem stark unterwegs, hat sich wieder ein bisschen erholt und hat zuletzt zu Hause 2:1 gegen Frankfurt gewonnen. Köln, es läuft nicht. Es läuft einfach nicht. Ein Punkt jetzt geholt gegen Hannover. Aber ich habe auch schon in der Analyse gesagt, wenn die so weiterspielen, ist die einzige Möglichkeit, wie die Punkte holen werden, 0:0. Weil die sind einfach so schwach, so verunsichert. Und jetzt auch gegen Roter Stern wieder. Roter Stern war besser in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben sie offensiv gepusht, mussten sie aber auch, weil sie schon zurücklagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen Leipzig einen Punkt holen. Ich glaube, sie verlieren 1:2. Es tut mir mega leid, ich möchte, dass Köln gewinnt, aber ich kann es mir momentan einfach nicht vorstellen. Das ist für mich momentan nicht darstellbar. Und dementsprechend diese Prognose von mir. Auch da gerne, ballert mir eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, dass Köln das eventuell gewinnt? Denkt ihr, dass Köln die ersten 3 Punkte holt diese Saison? Denkt ihr, dass irgendeine Möglichkeit besteht, dass Köln tatsächlich jetzt irgendwie die Wende schafft nach dieser schweren Niederlage in der Euroleague, mit der sie ganz, ganz schlecht dastehen, mit der es so aussieht, als ob sie eventuell keine Chance mehr hätten, irgendwie in der Gruppe noch Zweiter zu werden, wenn Roter Stern das nächste Spiel gegen Arsenal nicht verlieren sollte oder wenn sie das nächste Spiel gegen Barte gewinnen. Ach, gerade wenn sie zu Hause nicht geht, das ist so bitter. Also wie gesagt, schreibt mal meine Kommentare. Ich sag 1:2 für Leipzig und das war das vorletzte Spiel. Das letzte wird wieder ein bisschen länger analysiert, dementsprechend für die Leute von euch, die nicht mehr Bock drauf haben, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt kommt 96 gegen Borussia Mönchengladbach, auswärts im Borussia Park. 96 in den letzten Jahren im Borussia Park mit guten Leistungen, allerdings meistens nicht so erfolgreich gewesen. Das Ding ist, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass die Siegesserie diesmal reißt. Ich wünsche mir natürlich nicht, dass die Siegesserie reißt von Hannover, beziehungsweise die ungeschlagene Serie von Breitenreiter, zumal wir sehr solide defensiv stehen. Und mein Tipp, der passt da eigentlich nicht zu. Ja, aber ich glaube, Gladbach ist momentan auch zu sehr unter Druck. Die haben 6:1 verloren. Die müssen was machen. Natürlich sind die auch angenockt. Und gerade als Favorit jetzt gegen Hannover in dieses Spiel zu gehen, wobei 96 auch so ein bisschen in den Medien als Favorit gehandelt wird, aber 96 wird niemals so als Favorit spielen.
mit einem Breitenreiter, der extrem gut vorbereitet ist, mit einem Korb, der definitiv noch einen Tipp gegeben haben könnte, was die Mannschaft angeht, mit einfach den Fans im Rücken, die aber auch ungeduldig sind und die auch sicherlich gegen einen Aufsteiger in ihren Augen gewinnen müssen. Boah, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Ich glaube aber, und ich hasse es, ihr wisst es, ich hasse es absolut wie die Pest, gegen meinen Verein zu tippen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Gladbach das zu Hause 2-1 gewinnt. Es wird die erste Niederlage unter André Breitenreiter. Es tut mir weh in der Seele und im Herzen, gegen meine Liebe zu tippen. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese ungeschlagene Serie noch viel länger hält. Spätestens gegen Dortmund würde sie sowieso enden. Wir spielen jetzt einfach danach noch auswärts in Frankfurt. Nee, zu Hause gegen Frankfurt, Entschuldigung. Und dann geht's gegen Dortmund. Und spätestens dann würde sie sowieso enden. Und ja, ich hätte gerne, dass 96 weiter ungeschlagen bleibt, ja. So würden sie hinter Leipzig zurückfallen. Das wäre nicht so dramatisch. Ansonsten wären sie immer noch Fünfter. Aber ich glaube einfach, dass Gladbach das Ding gewinnt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Prognosen für dieses Wochenende. 96 natürlich auch mit Personalproblemen. Ja, Jonathas fällt weiterhin aus. Ansonsten sind alle fit. Aber Jonathas ist halt ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Und ich denke mal, mit dem wird man noch mehr offensive Durchschlagskraft. Habe ich schon gesagt, dass ich 2-1 tippe. 96 müsste halt zwei Buden kassieren. Und das ist halt bei der defensiven Stabilität, die wir haben. Selbst gegen einen Verein wie Köln, der halt pushen musste und der auch offensiv definitiv mal das Glück haben könnte, haben wir es geschafft, 0-0 zu halten, auch wenn sie diese 100%ige von Osako hatten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch eine 1-0, aber ich glaube, dass wir ein Tor schießen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung aus, vor allem zu OneFootball. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.